Hallo, ich habe mich für ein Motorradtraining angemeldet. Und es handelt sich hierbei um ein Geschicklichkeitstraining von der Firma Motorkursussen.nl, also eine holländische Firma. Und den Link werde ich unter dem Video vermelden. Ich habe das Training selbst bezahlt und werde meine Meinung zu dem Training vermelden. Bei dem Training werden wir bei niedriger Geschwindigkeit Kurven fahren. Ich mache das Training, weil wir vorhaben, im Sommer eine größere Reise in die Berge zu machen und dabei viele Alpenpässe fahren werden. Ich mache das Training, weil ich glaube, die Erfahrung kann helfen beim Befahren von unter anderem Spitzkehren. Schnelles Fahren war bei mir nie ein Problem, aber das werde ich euch in einem anderen Video erklären. Heute Morgen war ich früh wach, der Wecker ist um 5 Uhr abgelaufen. Und nach 2 Tassen Kaffee und einem Brötchen bin ich um 6:30 angefahren. Das Training ist in Lelystad und die Fahrt ist ungefähr 200 Kilometer, also 2 Stunden Fahrt. Ich musste zwischen 8:45 und 9 Uhr da sein. In Holland ist ja immer noch eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zwischen 7 Uhr morgens und 7 Uhr abends. Und 7 Uhr abends und 7 Uhr morgens, also in die Nacht, kann man 120 bzw. werden angegeben 130 fahren. Bei das Training haben wir erstens eine halbe Stunde Theorie gehabt und danach Praxis das Fahren. Nach einem kurzen Intro vom Instruktor fahre ich hier den ersten Slalom zwischen die Kegeln. Und man sieht auch, dass der Slalom sehr ungleichmäßig gefahren wird. Das kommt natürlich durch den Anfang, weil das nicht vorher geübt wurde. Nochmals das gleiche, aber nachdem der Instrukteur erklärt hat, wie man mit dem Gas, Kupplung und Bremse umzugehen hat. Am Ende fahren wir hier ein U-Turn, also eine 180 Grad Kurve. Nochmals der Slalom. Die Gasannahme geht hier schon viel besser und am Ende ist ein Slalom hinzugefügt, aber mit kürzeren Kehren als vorher.
nach Abschluss des Trainings fahren wir am Ende eine längere Übung und in dieser Übung sind alle Teile vorhanden, die uns gelernt wurden. Meine Meinung von diesem halben Tag ist, dass ich viel dazugelernt habe. Ich denke, das Langsamfahren ist das Schwierigste vom Motorradfahren, weil die Balance da sehr wichtig ist. Es handelt sich hierbei um leicht Gas zu geben, die Kupplung im Bereich zu halten, Kuppeln, Entkuppeln und die Hinterradbremse zu betätigen, dass da immer Antrieb am Hinterrad vorhanden ist. Ich muss sagen, während des Trainings wurde alles gut erklärt. Wir haben viel Zeit bekommen, um alles gut zu üben. Und ich muss sagen, das Training, das hat sich gelohnt. Ich würde das sofort nochmals machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ein Like oder ein Kommentar würde mir sehr gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.